Herzlich willkommen zurück, liebe Untertanen. Wir spielen heute Seasalt und ich hoffe, ihr habt dem großen Cthulhu gehuldigt. Okay, press any button. Freunde, ich hoffe, Cthulhu ist befriedigt mit dem, was wir gemacht haben. Wir sind jetzt in Nova Ugarit und manche Leute haben sogar das Englisch ins Alt-Angelsächsisch übersetzt und so schon, ne? Also vor allen Dingen von der ersten Episode von vor 2-3 Tagen oder wann das war, weiß ich nicht genau. Ich weiß halt nicht genau immer, wie mein Upload-Kadenz und meine Zeit ist. Aber geil, war geil. Finde ich cool. Cool, dass sich das die Leute angucken. Ich persönlich finde es irgendwie sehr interessant, das kleine Spiel hier. Und wir starten natürlich mit Agra de Peschka. Aber, nee, doch nicht. Wir sind noch nicht hart genug. Ich denke mal, wir zitzen jetzt mal einfach rein hier in die nächste Mission und schauen mal, welche Dörfer wir noch verschlingen können. Some solace that a womb can be built. Okay. Nova Ugarit. Mein Schwarm ist bereit. Ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wie genau. Los, Schwarm! Fresst sie auf! Nehmt ihr Gold! Ja. Warum ist es hier so dunkel? Hey, was geht hier ab? Hey. Oh Mist, ey. Die wollen es echt wissen. Na jetzt, holt ihn euch. Mann, ey, der wollte es aber echt wissen, oder? Der hat hier ziemlich tight sein Leben gechillt. Oh. Schwarm, Würmer. Fangen wir erstmal klein an, oder? Holen wir uns mal ein paar Krabben. So ein Krabbenschwarm, der kann auch schon ganz schön hart. Ich meine, die sind extra gepanzert, ne? Guck mal, die da hinten, die denken sich so, geil. Ey. Jetzt aber mal hier. Fressen. So. Und er so, ich guck mal, was da geht. Renn doch weg, Junge. Renn doch weg. Ja, warum? Warum rennt er mir hinterher? In die Urtiefen. Wir sind die tiefsten Wesen. Ist er da reingelaufen? I don't wanna die. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. An dem wirst du draufgehen. Oh oh. Wir wollen hier nicht... Boah, hier muss ich echt erstmal aufräumen ein bisschen. Vor allen Dingen den Typen mit der Schrotflinte müssen wir beseitigen. Dann hier... Ey, jetzt holt euch den doch. Ich hole mir hier noch ein bisschen Gold. Yeah. So, da lag auch noch ein Pfennig rum. Komm, ich brauchte nur noch eins, zwei kleine Schimmelpfennige hier und dann... Naja, schauen wir mal. Wie sieht's aus mit ein paar Kultisten? Kultisten mag ich. Was ist mit euch los? Euch kriege ich noch. Keine Angst, ich komme schon noch rüber. Los, macht sie tot! Ja. Oh. Siehst du, und dann holen wir uns noch hier so einen Lichmeister. Sehr gut. Ja gut, durch die Krabben habe ich aber jetzt nur ein bisschen Defense. Die anderen sind sehr schwach, ne? Die Fernkämpfer sind nicht so stark. Ihr wollt auch nochmal bedient werden. Dann muss ich wahrscheinlich hier lang und dann oben rum oder so. Ja, da lang. Sag ich doch, es gibt immer was zu sehen, ne? Hey, wie sieht's aus, na? Jetzt auf einmal macht er auf hart, hä? Ja, ja, dachte ich mir schon. Okay. Mann, die Stadt ist echt scheiße. Aber was erwartet man von kleinen, halb versunkenen Wasserstädtchen? Oh. Okay, wenn ich nicht drücke, avoiden sie automatisch Feuer. Okay, holen wir uns doch erstmal hier in aller Ruhe die Leute. Ey, das brennt mir zu stark. Oh, warte mal, da hinten sind zwei dicke. Nein, wo geht ihr hin? Warum rennt ihr oben in den Flammenwerfer-Typen rein?
Seid ihr beklopft? Mitkommen. Wir warten jetzt erstmal, bis ihr hier rüberkommt, oder? So. Okay. Was holen wir uns noch? Was holen wir uns noch? Ich würde sagen, Fischmenschen. Fischmenschen sind doch mega. Oh, 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 oh. Ich habe nämlich keinen Bock, da in irgendeine Flammenwerferkacke reinzurennen. Weil der ist echt hardcore. Der Flammenwerfer-Typ ist hardcore. Der macht keine halben Sachen. Das sag ich doch. Shit. Jetzt müssen wir ihn kriegen. Wisst ihr, der hat mir alles abgefackelt innerhalb von einer Sekunde, ey. Dieser Flammenwerfer-Geist, einfach so assi. Oh, hier ist natürlich... Jetzt, Attacke, Attacke! Okay, ich brauche dringend Schwarm. Ich brauche Schwarm, denn der ist bei meinem Charakter extra warm. Und ein bisschen stärker. Dieser Flammenwerfer-Typ, der ist einfach so dermaßen overpowered, ne? Oh, ein paar Münzen in der Kiste. Das können immer diese Tropfen auf dem heißen Stein Münzen sein, die man irgendwann braucht. Aber ich hätte... Oh nein, die schießen doch mit irgendwas, oder? Oh, nö, die können nichts. Okay. Na, dann fressen wir sie. Ha! Wer gelacht, ne? Schön aufgefressen. Feini fein. Was ist mit dir? Oh, und du willst hier den Schrotflintenkönig spielen. Haltet ihn auch auf! Okay, da ist noch einer. Alter, wie stark der ist. Ja, hier wollen wir noch nicht durch. Wir wollen erstmal hier das Volk aufscheuchen. Ist hier, da ist noch ein Ritualplatz. Oh, nice. Warum sterben hier... Ach so, das ist immer, wenn die Geister verschwinden, ne? Kultisten. Ich brauche auf jeden Fall Kultisten. Und ich werde mir hier noch so ein... Was ist das hier? Die werde ich mal mitnehmen, hier die Versunkene. Das versunkene Mädchen. Gucken, was die uns bringen wird. Aber hier könnten wir jetzt einfach weitergehen, oder? Ja, macht mal hier alle Kerzen aus. Meine Geister verschwinden nach und nach immer ein bisschen. Erstmal direkt hier Balliste zerstören. Alter, was geht hier ab? Hier ist ja eine richtige Party. Geil, boah, was brauche ich noch, Leute? Sollen wir noch mehr Krabben? Oder noch mehr Fischmenschen? Noch mehr Fischmenschen. Alter, was haben die hier für Rituale gefeiert, mit ihrer dämlichen Kirche? Na, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber das ist schon dumm, was die hier teilweise machen. So, schauen wir mal, ob es hier noch Ritualplätze gibt. Ah, ja, da. Ritualplätze müssen verdichtet sein. Oh nein, der Feuertyp, zurück! Oh Gott, guck dir das an. Das ist genau das, was ich meine, ey. Packt euch diesen Flammenwerfer-Guy. Und lasst ihn nicht entkommen. Oh nein. Ihr müsst dem Feuer ausweichen, Leute.
Wo ist der Typ da? Und das meine ich so, ne? Der kreiert dann da so ein Flammending und du kommst da nicht durch. Ich finde, der könnte ein kleines Balance gebrauchen. Na, aber dafür gibt er gut Gold. Dafür gibt er gutes Gold. So. Was, Alter? Wie könnt ihr es wagen? Ich bin der Gesandte des Cthulhu. Und ich wurde gesandt, um euch zu entsalben. Eure kleinen, schnurzigen Seelen. Aber es ist ein geiles Spiel. Das kann man wirklich mal so nebenbei so ein bisschen daddeln. Ich schätze mal, das hat so Rook-like-Elemente oder so. Weil es gibt ja noch andere Dings und so. Das, ich glaube nicht, wenn man es einmal durch hat. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Würmer haben wir noch nicht, ne? Nehmen wir auch mal mit. Oh, da geht's ab. Auf Wiedersehen. Oh, Apostel. Apostel unlocked. Go to the Apostel between the levels to switch your Apostel. Welchen habe ich denn? Naja. Einen coolen Apostel. Ey. Cool. Es ist so dunkel hier. Wir müssen wahrscheinlich hier hoch, oder? Komm schon, das machen die doch nicht hier um... Da kommt doch noch irgendwas. Da ist er wieder. Ich hab's geahnt, ey. Dieser blöde Spacko. Komm, ihr zwei. Da guck mal, wie assi. Das Brunnenmädchen beschützt mich. Oh, ich muss erstmal, woraus besteht denn meine Crew mittlerweile? Vielleicht noch ein paar Krabben. Ein paar leckere Krabben. Wir schießen einfach mit den Kultisten. Na, er kann jetzt hier nichts machen, während ich das Brunnenmädchen als Sicherung dabei habe. Sehr gut. Sehr gut. Ich werde... Jedes kleine Örtchen werden wir hier für uns vereinnahmen. So. Ich habe schon einen ziemlich geilen Schwarm mittlerweile, ne? Wie wäre es mit Fischmenschen? Boah, habe ich viele Fischmenschen und das Brunnenmädchen. Also eigentlich habe ich doch eine gute Kombo. Ist mein Lich King noch dabei? Nee, oder doch? Der ist auch noch da. Richtig gut. Hallo? Okay, da ist nix. Ich habe das Gefühl, die werden ja noch sogar ein bisschen angelockt. Oh nein! Boah. Diese Ballistdinger da, die sind... Ja, das ist ein Fass, da komme ich nicht dran. Komm, Brunnenmädchen. Ey, verarsch mich. Alter! Okay, wir brauchen, glaube ich, wieder ein paar Kultisten, ne? So ein bisschen Fernkampf ist immer gut. Und den Rest Geld nehmen wir auch noch mit. Da, Brunnenmädchen, wo bist du gewesen? Wir haben dich gesucht. So, wo geht's denn hier weiter? Leute, sammelt euch mal hier. Okay, der Typ will's auch wissen. Ey, was ist das da für eine Cthulhu-Maschine? Okay, der hat es nicht lange ausgehalten.
Kann ich die kaputt machen? Nee. Alter, hier, was ist das denn? Professor Smittys Geheimlabor oder was? Und ein Typ mit Flammenwerfern, war ja klar. Verarscht er mich? Okay, okay, Leute. Ich nehme, glaube ich, hier nochmal so ein Tanky-Swarm-Ding. Das arme Brunnenmädchen. Hatte ich hier schon eine Wiederbelebungsplattform irgendwo? Ich habe einen ganz schön krassen Schwarm. Das muss man mir aber mal zugestehen. Wow, zwei? Was wird das für ein harter Gegner, Alter? Dann nehme ich doch mal noch Schwarm ganz normal mit. Also ein Wiederaufersteher werde ich jetzt nicht brauchen. Das Mädel habe ich auch. Dann nehme ich noch einen Tank mit, oder? Oder noch mehr Fischmenschen. Oder Krabben. Resistant to fire. Okay, wir nehmen Krabben. Sehr resistent. Ist hier noch was? Okay, wir sind auf jeden Fall in einer Stadt angekommen, in der es aussieht, als gäbe es hier, als wäre hier Böses zu vermuten. Ach, da hoch muss ich. Oh, wow. Der Bischof. Der Bischof hat mich gesendet. Hier, nimm das. Funktioniert das? Könnte. Schicksal, take it only, was? Achso, wir müssen nur als den letzten Ausweg. Der Gegner sieht aus, als wäre er nicht aufzuhalten und der Bischof weiß das. Okay, das werden wir noch sehen. Er höre auf! Auf ihn! Auf ihn! Alter, ich bin hier mit so einem riesen Schwarm angekommen. Hä? Er hat einen Tentakel bekommen! Cthulhu! Cthulhu! Ich bin unwürdig! Oh! Cthulhu! Schwarm! Jetzt aber! Er hat sich deiner Macht angeeignet! Zerstöre ihn! Oh ja. Yeah. Es wurde übrigens festgestellt, dass es vielleicht sind es keine Tentakel, sondern Spaghetti. Neue Karte! The Toad haben wir bekommen. Oh cool, Emerald Move Speed. Jumps to enemies and explode. Killing itself, great for cleaning. Okay. Das ist natürlich nicht so geil eigentlich, ne? Oh, kriege ich jetzt irgendwie extra Punkte, wenn ich mir hier noch Sachen spawne, oder? Ich spawne mal einfach einen. Und sammle das Geld noch ein. Die Kröten. Yeah. Es gibt natürlich auch so einen Arena-Kampfmodus, ne? Das wäre auch nochmal interessant zu sehen, vielleicht. Euer Exzellenz! Die Situation gerät außer Kontrolle. Voll Graves, der wurde erwischt und die Guards, Civil Guards sind tot und die Horde von Dagon steht auf der Türschwelle. The sacrifice through Asketh. Was sind das für Wörter, ey, Alter? Ich kann doch nicht reden. Aber die Musik ist schön, ne? Es war wohl nicht genug. Worüber reden Sie?
Ich kann nicht. Die Stadt gehörte mir, die People, die Menschen gehörten mir. Ich habe etwas heranwachsen lassen. Oder ich habe sie gepflegt. Warum ächzen Sie mir jetzt nach dem Leben? Ihr Leben, Euer Exzellenz. Was haben Sie im Brunnen gesehen? Unser Gott bestraft uns, das ist nicht fair. Schweig! Du Abschaum! Schau, wie du mir um die Füße garnst. Wie verfolgst mich wie ein Schatten. Was bist du? Was sind all diese wertlosen Menschen, die kämpften, aber nichts getan haben? Es hat mich gerufen, Baliev. Es ächzt nach meinem Fleisch und meinem Leben. Sie hätten alles beenden können. All diese todlosen, ihr wisst schon. All diese Menschen, diese unnötigen Tode. Dein Glaube, diese Religion. So. Keiner wird zu Dagon beten. Alles ist verloren. Oh nein, Baliev! Alles ist zerstört worden wegen dir. Oh, Laserbeam, Alter. Ne. Tiroro. Voinavut. Oh, hear me. Sieh, höre mich, unsehendes Auge. Durch die bodenlose Hölle. Sieh mich an und wisse, dass ich cool bin. Aber du wirst das nicht nehmen, was von mir übrig bleibt, was? Okay, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Wir sind cool. Wo geht's jetzt lang? Jetzt geht's da durch die Stadt. So, Süden oder Norden? Wir können jetzt Richtung Kirche gehen. Können aber auch nochmal durch den Norden ziehen. Ich würde sagen, wir gehen durch den Norden nochmal und dann vielleicht hintenrum in die Kirche oder so. Ach nee, ich kann nur hintenrum... Ach so. Nova Ugarit Graveyard. Freunde, aber diesen Friedhof sehen wir alle zusammen in der nächsten Episode von, ja, Sea Salt heißt es, genau. Und, vielleicht, warte mal, kann ich, wenn ich jetzt auf Play gehe, warte mal, ganz kurz, ich probiere mal eben was aus noch, solange wir noch hier sind. Ich kann ja bestimmt noch zurückgehen. Ja. Es ist eine Sie, okay. Saint Christina Blavatsky. Abilities. Can't summon minions. Practice never expire. Ach so, okay. Also, sie kann keine Minions beschwören, aber die Geister verschwinden nicht, die sie beschwört. Aber das heißt, der Lich muss am Leben bleiben, oder wie? Naja, ich würde sagen, das sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode an, Freunde. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis zum nächsten Mal reingehauen und ciao.